Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Gothic 3. So, ich habe jetzt in der letzten Folge rausgefunden, wie ich den Rebellenuntergrund finden kann. Und das werden wir auch im Prinzip sofort tun. Guck halt nochmal gerne mal. Kann ich alles nicht gebrauchen, gut. Ich mache es mal kurz. Sanford ist unser gesuchter Mann. Es lebe Okara. Du Mistkerl! Wo hast du das aufgeschnappt? Los, rede! Ich mach mal das. Ich arbeite mit den Rebellen zusammen. Woher wusstest du, dass ich dich nicht gleich töte, wenn du mir das Passwort sagst? Ich wusste es nicht. Hast du aber Glück, Freundchen. Ich bin der Kontaktmann der Rebellen hier in Montera. Erzähl mir mehr über Okara. Okara ist das zentrale Rebellenlager in Mittelland. Ich muss unbedingt mit dem Anführer von Okara, Roland, Kontakt aufnehmen. Leider komme ich hier nicht weg. Aber du kannst das. Kannst du Roland eine Nachricht überbringen? Wann werdet ihr Rebellen? Das hängt davon ab, was du mir zu sagen hast. Wieso ich? Ich habe schon viele Männer gesehen, aber niemandem hätte ich zugetraut, eine Revolution anzuführen. Du hättest das Zeug dazu. Leider arbeitest du für die falsche Seite. Hä? Hey. Gib mir die Nachricht. Ich bring sie nach Okara. Gut. Hier hast du sie. Brief von Sanford erhalten. Ich speichere mal noch einmal. Und ich bin mal so frei und... jetzt noch nicht! Pass auf, Roland. Ich habe das Gefühl, dass meine Stellung hier bei den Söldnern von Montera immer wackeliger wird. Ich muss mich eine Weile im Hintergrund halten, wenn meine Tarnung nicht auffliegen soll. Ich werde mich wieder melden, sobald die Situation wieder sicher ist. Sanford, hörst du mir zu? Arschloch. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt zu Marek. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Wegen der Söldner. Wegen der Söldner. Ich kenne den Verräter unter deinen Männern. Wer ist es? Sanford, der Lagermeister. Er steckt mit den Rebellen unter einer Decke. Sanford? Nicht zu glauben. Hast du einen Beweis dafür? Ohne einen handfesten Beweis ist das nur eine dreiste Behauptung. Sieh dir diesen Brief an. Er ist von Sanford an die Rebellen. Verdammt. Ich werde den Verräter Sanford aus dem Weg räumen müssen. Doch wenn ich es mache, wird das die Moral der Truppe nicht verbessern. Hier, diese Belohnung hast du dir verdient. Ich werde Sanford für dich aus dem Weg räumen. Tja, es geht ja wohl nicht anders. Aber mach schnell, bevor die anderen etwas merken. Klar? Naja. Hey, du! Sofort auf damit! Niemals! Bleib stehen! Greifen die mich an oder ihn? Ich dachte. Ja, okay, cool. Da ist meine Erfahrung dahin, ne? Wozu brauchen die mich, ganz ehrlich? Voll gemein, ey. Wenn ich es klug anstelle, kriege ich vielleicht doch noch die Erfahrung. Mach schon. Was hast du jetzt davon? Aha. Was greifst du mich auch an? Ruf bei den Orks plus 3. Nice. Bin ich ein bisschen doof, dass der dann die Sachen, die er zum Verkauf hatte, nicht im Inventar hat, wenn man ihn tötet. Aber so ist das nun mal. Wegen der Söldner. Sanford, der Lagermeister, ist tot. Sehr bedauerlich. Aber es ist besser so. Gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Nice. Dankeschön. Auch wenn er gerade dabei war, aber... was soll's. Ich klaue hier mal nichts. Ist ja immer noch Orkzeugs. So, dann hätten wir das. Dann gehe ich jetzt nochmal hoch.
Und gebt ihm Waffenbündel ab. Haben wir bald keine Sklaven mehr. So. Ich habe hier alte Waffen für dich. Das sollte reichen. Hier hast du Gold. Vielen Dank. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Alles klar. 300 Stärke. Ja. Auf 200 würde ich noch irgendwie kommen, glaube ich. Ach, guck mal. Ich habe wieder ein Level abgehabt. So, das heißt, das haben wir. Ich würde gerne noch mal nach Kaptun zurück. Wir sollten den Moras eine Lektion erteilen. So, da bin ich. Gamal, der mochte mich ja nicht, weil ich den, glaube ich, angegriffen habe. Ich weiß sogar gar nicht. Ach nee, da war irgendwas anderes. Irgendwas war hier. Ich glaube, weil ich den Paladin getötet habe. Deswegen zicken die rum. Aber ist ja egal. Machen wir mal so. 27, 29, 30. Und Reptilien heute. Die meisten wenn du die dann. Dann haben wir das. Zeig mir deine Ware. Bogenschütze. Muss mal gucken, was für einen Bogen habe ich denn gerade? 100. Achso, nee, 80. Wenn ich das lerne, brauche ich 150 Jagdgeschick. Das habe ich nicht. Deswegen habe ich es wahrscheinlich bisher auch noch nicht gemacht. Das heißt, was kann ich denn noch lernen? Diebeskunst habe ich 32. Kann ich davon nichts machen? Alchemie habe ich auch nur 20. Das heißt, den Rest kann ich in Stärke packen und nochmal aufleveln. Ich glaube, das ist egal, an welchem Schrein man das macht. Ich mache das einfach mal hier. Belio. Eben schon erwähnt. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Lebensenergie haben wir? Ich müsste einmal mal ganz kurz gucken. Boah. Ja, also Lebenserwacher. Machen wir das mal so. Dann haben wir 300. Gewehre. Ausdauer wäre auch ganz wichtig. Mir fehlt die Okay, dann machen wir das so. So, dann haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist ja auch nicht verkehrt. 210 Ausdauer, das ist nice. Mana brauchen wir bisher nicht. Und die restlichen Lernpunkte spare ich mir erstmal auf. Dann haben wir das, dann haben wir mehr Leben, mehr Ausdauer. Können wir auch, ja, ohne Ende zuhauen. Ich glaube, mehr Ausdauer brauchen wir auch echt nicht. Das war, glaube ich, schon sogar zu viel Ausdauer. Aber, ja, komm. Wir rennen ja auch viel, ne? Passt schon. Gut, das heißt, muss kurz nachdenken. Gehen wir nochmal zurück nach Montera. So. Und das, was mir jetzt noch überbleibt hier in Montera, beseitigen ist Sklavenlagerwache, das wollen wir nicht. Aha. Ja, das, was ich dann jetzt nochmal machen werde, ist die Rebellen hier einfach mal wegklatschen. Dann hätten wir das auch erstmal erledigt. Dann ist Montera auch erstmal durch. Und dann können wir auch mal, ja, weitermachen. Sollen wir mal gucken, ob das funktioniert? Zu schwer. Ist zu schwer. Schade. Nimm die Waffe weg! Nö, niemals. Aber voll den Rücken gestochen. Ach, hör auf damit. Das war frech. Könnt ihr mal sehen, wie, mit was für unfairen Mitteln die Rebellen kämpfen. Steckt ihn einfach in den Rücken. Haha. Also wenn die mit unfairen Mitteln spielen, tue ich das auch. Zack, zack, zack. Und wieder voll. Ah.
So, passt schon. So. So, wo kann ich die erstmal? Ich fange mal lieber bei dem hier an. So, und dann du. Und zu guter Letzt du. Bam. So. Ich glaube jetzt noch keine Quest-Aktualisierung, was auch immer, aber das kommt bestimmt noch, wenn ich den Rest hab. So, Holzschild und du. So, das ist jetzt das erste Camp von drei. Es müssen drei hier in der Nähe sein. Einmal die. Leon. Okay. Alles klar. Gut. Man muss eben auf, dass er doch besser wissen müssen. Hey, Bengard mag mich nicht. So. Mir hat gerade auch gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe es mehr oder weniger irgendwo im Kopf, aber. Trotzdem gefällt mir das ganz gut. Kann dir doch egal sein. Achso, jetzt weiß ich, wo die beiden sind. Okay. Gut. Ah. Was ist los? Die Rebellen greifen an. Rebellen? Wo? Im Süden. Alarm! Alarm? Alarm! Sorry. Gut. Die klatsche ich aber vorher weg. Lalala, ich speichere mal, weil ich ein Schisser bin. Weg mit der Waffe! Niemals! Könnt ihr wohl damit aufhören? Ga! 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 Also dieser Spin to Win ist nicht schlecht. Und dann jetzt mit mehr Ausdauer kann man den öfter hintereinander machen. Deswegen war das jetzt nicht vergeudet mit den Punkten. So. So, da könnt ihr mich gerade sehen, wie ich die Rebellen kaputt gemacht habe. Siehst du nicht? Wow. Ein paar. Ich werde dich töten. Muss das sein? Toll. Und zeig, was du kannst. Jo. So nicht. Ich hab schon gekämpft. Ich brauch das. So. Es tut mir echt leid. Aber es musste sein. So, zwei Händer. Die ist das. Daryl haben wir ja auch. Der hat ein bisschen was. Ein Hitzschwert. Oh. Ich glaube, das ist auch durch eine Mod hier drin. Ne? Hitzschwert. Eine elegante und gut ausbalancierte Waffe. Nicht schlecht. Gerne ich das Ding tragen würde. Aber es fehlen einfach zwei Stärkepunkte. Meine Knochen. Es tut mir leid. Muss ich jetzt wirklich mit allen nochmal kämpfen, weil ich die angelogen habe? Oder war ich jetzt. Ein paar Meter den Weg. Ja, aber. Ich gehe wohl besser wie. Ja, mach das. Und jetzt? Und jetzt? Keine Ahnung. Okay. Okay, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Aber ich glaube dann. Ja. Ich glaube, das bleibt dann jetzt einfach im Questlog drin, ich glaube. Ja. Nicht ganz perfekt, aber ist ja meine Schuld für die Herangehensweise, die ich hier habe. Naja. Werde ich mit klarkommen müssen. Ich mache mal gerade mit der einen Hand was anderes, deswegen musste ich gerade so komisch laufen. So. So. Dann haben wir jetzt hier noch diese paar Rebellen und dann haben wir Montera fürs Erste abgeschlossen. Und hier speichere ich natürlich auch.
Steckt die Waffe weg! Niemals. Wollt ihr wohl damit aufhören? So. Aua. Ich hatte keine Ausdauer, deswegen hat es nicht funktioniert. Aua, aua, aua. Aua, aua. Können wir mal aufhören zu bieten? Das ist nicht... Wow. Chill. Kann ich jetzt von hier aus einfach die... Nö, kann ich nicht. Okay. Joa, aber den hier. Damit das schnell geht. Mehr brauche ich auch erstmal nicht. Weil ich jetzt so langsam war, ist der andere wieder aufgestanden. Wollt ihr wohl damit aufhören? Niemals. Ah, triss mich nicht. Ah, triss mich nicht. Tot. So. Oh ja. Was? Oh ja. Bam. Ja, nice. So, da haben wir vor ein, zwei Folgen hatten wir irgendwie eine... Das hat sich jetzt ein bisschen anders angehört als das, sollte. So, gut. Also, vor zwei, drei Folgen, ein, zwei, drei Folgen hatten wir nur drei Ruf bei den Orks. Jetzt haben wir schon 13. So schnell kann das gehen. Okay. Gucken wir auf die Karte und, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen dann... Schaffen wir das in Gotha? Ich glaube schon. Hals und Beinbruch. Das wird schon klappen. Ich speichere nochmal. So. Ja, ja. So. Okay, ja, toll. Das ist schon direkt wieder. Ach, komm mal. Kannst du mal bitte. Ja. So. Oh, Mann. So. Nice. Gut, das heißt, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, diese Rüstung, die wir hier noch kaufen können, also den Bauplan. Warte mal, jetzt haben wir das gelernt, Reptilienhäute. Gut, dann machen wir 5 Lurkerhäute. Eine Menge Goldbrocken und ein Orkwappen. Ich weiß zwar nicht, wo wir ein Orkwappen herbekommen. Aber das wäre nicht schlecht dann für die Rüstung. Ich glaube, das wird sich dann mehr lohnen, genau diese Rüstung zu machen, als sich eine Ork-Söldner-Rüstung zu holen. Denke ich mal. Uiuiui. Ah, das ist nur ein Wildschwein. Ja, ich dachte gerade, das ist ein Ripper. Bam, 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 bam. So schnell geht's. Ich hätte vielleicht schlafen gehen sollen, damit der Nebel weg ist. Ich glaube, der Nebel macht es auch nochmal ein bisschen. Boah. Ein bisschen leckiger. Was natürlich auch nicht schön ist, aber. Ist halt gerade so. Ist ein Wölf? Ist das ein Wolf? Ja, ist ein Varg. Oh. Okay, ein Varg ist nochmal. Wow. Wow, was anderes als ein normaler Wolf. Ist das dein Ernst? Ich bin Robin Hood. Ich bin der beste Bogenschütze weit und breit. So. Aua. Klar. Einmal gehauen, direkt umgehauen. Ja. Wenn es halt mit den normalen Schlägen nicht funktioniert. Wagfell, nice. Wenn es mit den normalen Schlägen nicht hinhaut, muss es dann halt zu diesen billigen Tricks des, ja, habt ihr gesehen. So, lecker, Fleischwanzenfleisch. Das ist der beste. Lecker. Und das liegt noch ein Warg. Ich hoffe nur einer.
Alter, war ja gerade recht gemein. So. Aua. Ja. So, wenn die keine Chance haben, zurückzuweichen, dann geht's. Aber. Huch. Ist das schon. Ah, wir sind schon in Gotha. Okay, cool. Das ging jetzt schneller als gedacht. Hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet, dass das so fix ging. Gut. Was uns dann jetzt aber hier in Gotha erwarten wird, mache ich mal ganz frech einfach in der nächsten Folge. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.